Herzlich willkommen zurück bei Thief und wir sind gerade auf dem Weg. Da stand es gerade, erreichen Sie die Kathedrale im alten Viertel. Und da begeben wir uns jetzt auch hin. Wir haben jetzt auch soweit alle Nebenmissionen erfüllt, die es so zu erledigen gibt. Also wird uns jetzt an der Hauptstory nichts mehr aufhalten, diese zu beenden. Wir sind jetzt, glaube ich, kurz vor Kapitel 7. Wenn ich mich nicht ganz täusche, und ich muss ganz kurz einmal hier nochmal. Jede Nacht derselbe Albtraum. Erzähl weiter, was für ein Albtraum, meine Dame? Gott, wieso brennt denn hier alles? Macht ja gar keinen Spaß. Wenigstens können die Leute hier nicht erfrieren. Gibt's irgendwie so. Nee, wir müssen hier gerade durch, irgendwie. Keiner hat uns gesehen. Die Stadt ist voller Hoffnung, Schwester. Nein. Unser Glaube muss stark bleiben. Der neue Anfang für alle steht unmittelbar bevor. Ja, ist klar. Und weg hier. Ich schwöre, da war jemand. Ach Quatsch, bin ich rum. Unser Glaube muss stark sein. Der neue Anfang steht unmittelbar bevor. Erstmal da unten an den paar Leutchen vorbei. So, und noch ein paar Sachen ein, die es hier so gibt. Oh, ein Bücherregal. Na, wo bist du? Da warst du doch. Zieh mir mal an dir. So lange. Huch, geheime Tür. Goldmünzen. Und ein bisschen klettern. Schwuppdiwupp. Haben wir da einen Pfeil rein. Na, was haben wir hier denn Feines? Ein paar Ohrringe, ein Flachmann, Taschenuhr. Das war's. Schade. Wissen, was von Wert sein könnte. Plumps. Okay. Unmittelbar bevor. Ja, er hätte ja wenigstens mal darüber springen können. Kommt, Brüder und Schwestern. Es ist Zeit, dass alle Hoffnungsvollen von den Götzen umarmt werden. Werden wir Orion sehen? Ich muss bereit sein. Natürlich. Er ist derjenige, der uns. Dann gibt's kein Zurück mehr. Die verborgene Stadt. Kapitel 7. Auf und Rainer. Gepriesen sei Orion. Der Baron sagte, der letzte Teil des Ursteinfragments wäre in meinem Auge. Norquest ist noch übler als seine Stadt. Was steht da? Bruder gegen Bruder. Offenbar hat Orions Aldus doch einen Plan, falls er wirklich ein Mittel gegen die Schwermut gefunden hat. Muss es etwas mit der Urkraft in Iron zu tun haben und falls Orion versucht, damit die Stadt zu heilen, beschwört er etwas weit Schlimmeres herauf. Na, was wird das Schlimme sein? Die verborgene Stadt. Mal zum Kathedrale. Tja, die Führung habe ich wohl verpasst. Wenn ich Orion seinen Irrtum klar machen will, muss ich selbst einen Weg darunter finden. Würden diese Steine reden, dann wohl in Rätseln, wie die Königin der Bettler. Wie oft ist die Stadt schon gefallen und auferstanden? Sie hat mich nie dazu gebraucht. Zurück, was uns gehört, dass er die Schwermut heilt. Das jetzt, meine Emily, seht ihr, ich habe sie gewaschen, die Wunden gereinigt. Orion gab euch eure Stadt zurück, Freunde. Doch selbst er kann keine Toten. Dieser wird uns heilen. Überall Tote. Naja, überall. Waren jetzt die Ersten. Wie, Mond. Hey!
Hört auch mit Toten noch mehr zu schmeißen. Muss doch nicht sein. Das hätte doch ganz schlimm ins Auge gehen können. Vorne doch durch die Tür. Oder hier durch das. Durch das hier. Die Hoffnungsvollen sind vereint. Orion ist bereit. Riegeln wir die Kathedrale ab. Aber wie viele unserer Brüder und Schwestern sind noch auf den Straßen? Ah, böser Piepmatz. Ungläubiger! Ich töte dich! Na, wo bist du? Ah, wir haben gar keine Explosionspfeile. Das ist ja kacke. Ah, ich glaube, wir sterben jetzt. Ja, Autsch, ganz schlimmes Autsch. Und weiter. Gut, versuchen wir es mal hier rum. Ah, da oben läuft jemand rum. Vielleicht sollten wir doch nicht. Naja, die suchen jetzt in einer anderen Richtung jetzt. Kann man die vielleicht so umgehen. Ich bin ein Nebel. Schnell wieder in die andere Richtung. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich stelle mich wieder super dämlich an. Ich hätte mehr Pfeile kaufen. Ich bräuchte einfach einen größeren Köcher. Müssen doch nur da vorne hin. Kann doch nicht so schwer sein. Weg. Stell dich der Dämmerung. Gott, ist hier viel los an Wachen und Pipapo. Erzittere vor dem da ist eine Truhe drin. Das schauen wir uns mal genauer an. Überwinde deine Feigheit. Leck mich. Bin ich feige, ich bin nur Ungläubiger. Gut getarnt. Kohle, bisschen Nahrung. So, mal wieder raus hier. Kommen wir denn hier am schlausten weiter? Und am ungesehensten. Tut der Rücken weh. Jetzt tut er auch nicht. Jetzt kann er nichts mehr weh tun. Ich wollte sagen, jetzt tut er der Kopf weh, aber. Kann ja höchstens so ein leichter. Schwermut hat die Stadt am Hals gepackt. Stechender Schwert sein. Schwert sein, ja. Schmerz sein. Tschüss. Gib mir mein, gib mir dein Geld zurück. Mein, dein, Ferkelein, Schweinereien. Geld zurück. Oder so ein Quatsch. Ah, das sieht doch gut aus. Hier liegen noch ein paar glitzernde Sachen rum. Noch ein bisschen Nahrung, ein bisschen Kohle, ein kleiner Flachmann für zwischendurch. Blablabla, bla, bla. Quatsch, 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 ganz schnell. Da oben geht's wohl rein.
Wenn uns das nicht gleich auf den Kopf fällt. Ja, war ja klar, dass sowas passiert. Wie fettes Monstrum hier. Na, solange es jetzt nicht die Glocke auf den Kopf fällt, geht das schon. So. Wollen wir mal. Hui, noch mehr Zeug. Wie? Die Truhe ist schon offen. Und die fahren wir doch noch nicht, oder? So unsicher. Hoppla. Bäuerchen. Ja. So, schwing. Und hoch mit uns. Die fällt doch garantiert runter. Okay, wir können offensichtlich aber nicht nachhelfen, dass sie fällt. Und da ist die kleine Luke zur Stadt, wo wir hin sollen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Schauen wir mal, was uns erwartet hier. Ja. Fahrstuhl. Orion muss mit Aaron und dem Stein in der Rotunde sein. Ich bin fast da. Allen toten Göttern. Lassen runter in die Grube. Gut. Gehen wir runter in die Grube. Oh Gott. Ich pfeife nicht, das ist der Typ da. Ich schwöre. Ich werde krank. Halt, Ungläubiger! Wo ist ein Ungläubiger? Sucht und findet ihn. Oh, da steht noch ein Kelch. Der meinte wohl nicht mich mit Ungläubigen. Pass auf, wenn du die Dämmerung erleben willst. Danke gleichfalls. Ja, konzentrier dich mal. Hallo. Ich sehe dich. Und du siehst mich nicht. Ja, das war ja irgendwie jetzt so ein bisschen. Wie lange sind die Vorräte? Und ist älter als das vierte und genauso kaputt. Nicht mal Orion selbst könnte ihn schneller machen. Sei vorsichtig, was du sagst, Freund. Ein Versorgungsaufzug. Damit komme ich nach unten. Ich muss mehr schlafen. Weicht nicht zurück! Dieser Sturm. Hat sich da eben was bewegt? Ich werde meine Brüder rächen! Stell dich der Dämmerung! Allen Ungläubigen! Ja, lass mich in Ruhe. Hier findet ihr mich nicht. Niemals. Pfeile, Leuchtbombe, Pfeil.
hätte gerne so einen Explosionsfall, dann könnt ihr wenigstens den ganzen Haufen da vorne ausrotten. Ich suche hier unten. Diesmal. Fuck. Zeig. Für die Dämmerung, für Orion. Ich schieß sowas von immer daneben. Ja. Na, nimm das. Oh, wie viele gibt's denn davon? Das ist ja die Hölle hier. Ich werde meine Brüder. Oh, fuck. War ja klar, dass das sowas von überhaupt nicht zuhört. So wie wir uns da schon angestellt haben, ich mich angestellt habe. Es tut mir leid, wir sind tot. Wir waren lange nicht mehr tot, glaube ich. Zumindest war mir so danach, dass wir längere Zeit nicht verendet sind. Ach ja. It's me, Garrett. Ja, hatten wir schon. Orion muss mit Aaron und dem Stein in der Rotunde sein. Ich bin fast da. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal so vor. Ich muss schlafen. Sehr cool. Voll Matrix-mäßig. Den hier unten können wir so ausschalten. Das ging ja gerade nochmal gut. Eine sehr knappe Geschichte gewesen. So. Pulle nehmen wir mal mit zum Werfen. Das ist ja jetzt Kacke. Wie kommt man jetzt hier wieder raus, ohne erschossen zu werden? Da bist du ja! Wo willst du mich hier? Oh, fuck, 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 fuck! Ihr seid so Kacke! Hey, Mann, das war so nicht gedacht. Aber der Raum war auch extrem mies. Also sind wir echt blöd reingerutscht. Ach, scheiße. Naja, ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, irgendwie nach unten oder so. Also, bis morgen, meine Freunde. Tüdelü.